Am Hessentag ist im Stadtpark ein Kinderland aufgebaut. Von Auftritten von Kindern für Kinder, Klettern bis hin zu Rutschen ist für jeden was dabei. Für die Rockfans unter den Kindern und Eltern ist mit der Band Radau gesorgt. Bei der Band Radau können die Kinder vor und auf der Bühne abrocken. Also ich stehe hier mit dem Simon im Stadtpark und er war gerade bei dem Konzert von Radau dabei und wurde auf die Bühne gerufen. Wie fandest du es? Ich war ganz schön aufgeregt, dass ich irgendwas falsch mache und dass ich dann irgendwie ausgelacht werde. Eigentlich hat es gut geklappt, fand ich zumindest so. Wir fanden es gut und auch das Publikum war begeistert. Warum machen Sie Kinderrockmusik und keine Musik für Erwachsene? Also es macht auf jeden Fall super viel Spaß und wir haben halt gemerkt, wenn man dann irgendwie Songs für Kinder schreibt, dann funktioniert das genauso. Kinder sind ein Publikum, die wollen unterhalten werden und wenn man das nicht richtig macht, dann gehen die weg, weil sie sich langweilen. Aber wenn man das richtig macht, dann ist die Stimmung halt irgendwie super. So. Wie ist es so, hauptsächlich nur junge Fans zu haben? Naja, ich meine, die Songs sind ja sowohl für die Eltern als auch für die Kinder. Also es ist ja nicht so, dass wir Musik nur für die Kinder machen, wo mit der Eltern nichts anfangen können. Sondern wir achten halt irgendwie darauf, dass es auch für Erwachsene und wir selber sind Erwachsene, also auch für uns selber irgendwie Spaß macht. Also deswegen ist es halt auch mit E-Gitarre und Schlagzeug und so. Und das ist fantastisch für zwei Zielgruppen, also für Erwachsene und für Kinder gleichzeitig Musik zu machen. Das ist super.